Freitag hatte ich einen Scheißtag. Und es wurde immer schlimmer eine Zeit lang. Schlimmer war es immer am Freitag. Und ich gab auf alles meinen Beitrag. Doch wenn ich das tat, gab es direkt einen Eintrag. Und das ist ein Fehler von vielen. Fehler machen sind wie Wortspielen. Ich erzähle Lügen ohne Ende. Und deshalb schreibe ich heute so eine Texte. Und warum? Um es euch zu erklären. Warum ich sowas eigentlich tat, ich wollte auch Freunde und Ehre. Doch dabei hatten diese mehr zum Haten. Dieser Hate wurde langsam zum Mobbing. Ich würde jetzt sagen, nicht schon wieder. Doch heute bin ich ein Krieger. Ich setze mich gegen Mobbing durch. Heute haue ich jeden Bastard auf die Fresse für sowas. Ja, ich war früher schon da und habe so nichts anbrennen lassen. Manchmal habe ich falsche Gedanken. Der größte Fehler, den ich tat, war der. Ich schrieb in einen Text, dass meine Mutter tot wäre. Immer stand sie immer neben mir, hat mir immer aus der Schlaufe geholfen. Egal ob bei Geld oder Schule. Sie war bei mir. Die ist eine gute. Ich schrieb in einem Text, dass meine Mutter tot wäre. Immer stand sie immer neben mir, hat mir immer aus der Schlaufe geholfen. Egal ob bei Schule oder Geld. Sie war immer neben mir. Sie ist eine gute. Ja, der nächste Fehler war immer zu lügen. Egal ob zu spät zu Hause oder in der Schule. Ich sollte mal anfangen, mir zu fügen und Fehler einsehen, statt sie zu verstecken. Jeder Mensch macht Fehler, auch unsere Eltern. Ob beim LKW fahren oder zu Hause, Fehler passieren halt nun mal. Unter Fehlern sind auch Morde gemeint, denn aus einem dummen Fehler kann man auch jemanden umbringen. Fehler sind nicht schlimm, wenn man sie zugibt. Meine Fehler kann man nicht mehr zugeben. Ein Fehler war es, einen Fuß in die Spüle zu setzen, denn heute gehe ich im Monat sehr oft hin, um mein Geld zu verschenken. Doch das muss ich lassen, ich brauche das Geld, denn ohne ihr Geld habe ich nichts zu essen zu Hause. Und dann fühlt man sich halt wie ein Obdachloser, dabei haben wir es noch harmloser. Und das ist ein Fehler von unserem Staat. Jeder Mensch hat ein warmes Zuhause verdient. Oder wollt ihr bei minus 20 Grad draußen liegen? Glaubt nicht, also hebt eure Arsch und macht was dagegen. Sonst verlieren noch mehr Menschen ihr Leben und das will keiner erraten. Jeder Mensch hat ein warmes Zuhause verdient. Oder wollt ihr bei minus 20 Grad draußen liegen? Glaubt nicht, also hebt eure Arsch und macht was dagegen. Sonst verlieren noch mehr Menschen ihr Leben und das will keiner erraten. Also macht was zu plagen. Ihr habt selbst Angst vor eurem Schatten. Ihr alle seid doch auch ein bisschen Lappen. Ihr müsst mal ordentlich auf die Schnauze fallen. Obdachlose suchen nach Flaschen, um ihr Essen zusammen zu bekommen. Fehler müssen aufhören und wir müssen was Richtiges tun. Wir müssen das Richtige tun.